Das ist La Higuera. Bin ich gestern angekommen. Völlig zerstört. Und kaum noch laufen. Wirklich, die Beine wollten nicht mehr. Gestern auch bloß im Schatten gesessen unter dem Orangenbaum. Gegessen und relaxed. So. Das ist der Dorfplatz. Einmal Statue, einmal Kopf. Das ist offensichtlich gerade groß, es gibt auch nicht viel zu kaufen. Ich bleibe aber noch ein bisschen hier. Hier dreht sich alles um Che Guevara. Das ist ein ganz kleines Dorf, aber komplett dreht sich hier alles um Che Guevara. Und hier ist er ermordet worden. Mit Abnicken einer amerikanischen Verbrecherorganisation. Banditen. So, ja, was macht man hier noch den ganzen Tag? Unter dem Orangenbaum sitzen und essen und gammeln. So, jetzt bin ich im Che-Museum in La Higuera. So die Geschichte. Che Guevara und sein Mitkämpfern in der Gegend ausgestellt. Sehr interessant. Biografie. Che Guevara, einmal in Spanisch, einmal in Englisch. Sehr schön. Jo, und hier campe ich. Da sei die Telegrafista. Ich mache schön Zelt. Hat seine Ruhe. Kann auch im Zimmer übernachten, wenn man möchte. Es gibt eine heiße Dusche. Es gibt nur Solarstrom. Nein, ab und zu kriegt man mal Besuch von einem Pferd. Einen schicken Hund haben sie auch und eine ganz süße Katze. So, ich muss mal wieder Pause machen. Das ist mir ja alles so anstrengend. Dann sehen wir weiter, was heute noch geht. Wahrscheinlich nicht viel. Aber ich brauche noch einen Tag Pause. Und ein bisschen rumgammeln hier. So, nochmal einen Blick zurück auf La Higuera. Schön war's. Und jetzt ziehe ich weiter Richtung Valgrande. Weil dazu werde ich 2 Tage brauchen. Erstmal geht es wieder berghoch, wie üblich. Muss man wieder raus hier. Aber sehr entspannt. In der Casa de Telegrafista. Schön ausgeruht. Ich kann sogar wieder die Berge hochfahren. Was will man mehr? So. Ja. Dann mache ich mich auf die Socken. Auf der Route von Che Guevara. Das war auch sein letzter Weg. Bis nach Valgrande. Da war er schon tot. So, weiter geht's. So, schon schön getrampelt heute. Durch die Landschaft. Jetzt muss ich noch 5 Kilometer bergauf. Und dann kurz bergab und dann stelle ich mein Zelt auf. Habe ich 30 Kilometer runter, das reicht auf der Rotzpiste hier. Die ist wirklich schwer zu fahren. Nehmen wir Steine raus. Das geht hier noch einigermaßen, aber es geht auch noch schlimmer. Naja, einkaufen war ich schon. Unterwegs war ein Dorf. Jetzt gucke ich, dass ich zu meinem Plätzchen komme und mein Zelt hinstellen kann. Und dann Kocher an, Bier auf, Feierabend. Und morgen geht es dann weiter nach Valle Grande. Das geht allerdings meistens abwärts. Da kommt ein ganz kleiner Anstieg noch und dann runter da. So, naja.
Schön ist es hier, schön ruhig. Ab und zu kommt ein Bus vorbei, das war es auch. Ansonsten geht's. Naja, dann mache ich mich mal auf die Socken, dass ich Feierabend kriege. So, Tagesziel erreicht. Da bin ich runtergekommen. Da muss ich morgen hoch. Aber das ist nicht mehr viel. Ein paar Meter hoch. So, jetzt Kocher anschmeißen. Und dann Bierchen auf. Es wird kalt heute Nacht. Es war heute eh ein kalter Tag, weil keine Sonne da war. Die kam überhaupt nicht raus. Normal sind hier so hier oben 20, 25 Grad. Also wenn die Sonne nicht rauskommt, ist es hier richtig kalt. Also heute Morgen waren es 10 Grad, schätze ich mal, als ich losgefahren bin. Und jetzt sind es vielleicht 13, 14 hier oben. Naja, aber das war für den Tag gar nicht schlecht. Mit der Kletterei hat man nicht so geschwitzt. So, ran ans Bier. Guten Morgen. Man kann auch schon fast Mahlzeit sagen. Bin ich so zeitig unterwegs heute. So, jetzt geht's runter. Richtung Valle Grande. Sind noch 20 Kilometer. Will ich da 2 Tage Pause machen. Schöne Hoppelei. Die Piste ist, wie gewohnt, merkwürdig. Naja, mal eine schmücken und dann geht es weiter runter. Willkommen in der Zivilisation. Ist unglaublich. Ein Dorf vorher schon Restaurants und Läden, wo auch was drin steht. Und da hinten ist Valle Grande. Das ist die Zivilisation. Unglaublich. Und dann komme ich vor 7 Kilometern aus dem Dorf raus. Auf einmal ist da eine knallneue Teerstraße. Ich war schockiert. Ich hatte mich auf Schotter eingestellt. Aber ich habe schon meine Straße gesehen, die ich in ein paar Tagen fahren werde. Und das ist wieder feinster Schott. Naja, jetzt will ich mal eine rauchen und dann trampel ich da rein zu der Hospedaille und mal gucken, die ein Zimmerchen frei haben. So, jetzt drehen wir meine Runde in Valle Grande. Das ist die Wäscherei, in der sie Che Guevara aufgebahrt haben, nachdem sie ihn umgebracht hatten, in La Higuera. Leider ist sie kein Reinkommen. Und mir ist es jetzt auch zu blöd, hier lange rumzufragen. So, ja. Mal, ob ich außenrum komme. Sieht nicht gut aus. Vorne ist abgeschlossen. Naja, dann ziehe ich halt weiter. Guck mir noch was anderes an. So, jetzt bin ich am Flugplatz. Platz ist, wie gesagt, das ist eine Piste auf Gras. Und da irgendwo Che Guevara und noch zwei seiner Kameraden verscharrt. Und das ist ziemlich lange. Wir sind die 90er rein, glaube ich. Oder 2000er sogar, ich weiß es nicht. Nee, 90er. Ja. So, jetzt bin ich am Flugplatzeingang. Da hängt ein alter Brummer an diesen 3 Stelen. Das war's. So, ab zurück in die Stadt einkaufen. Guten Morgen. So. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung San Malpater. Ich wollte zwar eigentlich über Postoval fahren, aber ich habe keine Lust mehr, Schotter zu fahren. Und es ist schweinekalt. Auf 2000 Meter, hier sind 10 Grad. Also wenn die Sonne nicht scheint, kannst du alles knicken. Wenn die Sonne scheint, ist schön. Hast du über 20 Grad. Aber so
kannst es knicken, das fahre ich runter. Gucken, irgendwo noch übernachten. Dann an San Malpater vorbei. Auf dem Campingplatz. Da bleiben ein paar Tage. Und dann gehe ich nach San Malpater ins Landhaus. Da habe ich schon für eine Woche reserviert. So richtig mit Pool und deutschem Frühstück und all solche Scherze. Das wird richtig schön werden. Vielleicht kriege ich dann meine Erkältung auch mal wieder los. Aber das ist mir jetzt hier ein bisschen zu kalt alles. Also runter. Ich müsste heute noch auf 1400 oder 1200 Meter runterkommen. Mal gucken. Bolivien ist irgendwie das Land für die Plattfüße. Hört schon wieder an. Und das ist der Übeltäter hier, der Kleine. Steckt hier noch drin. Kleiner Dorn. Geht durch. Naja. Immer wieder Schlauch wechseln. Mal sonst nichts zu tun. Ansonsten ist heute erstmal gut gelaufen. Es waren nur ca. 40 Kilometer bis da, wo ich campen wollte. Mal sehen. Kurze Pause. So, wieder mal ein feines Plätzchen gefunden. Zelt steht. Bier ist auch da. Im letzten Dorf geholt. Es sind noch bis 11 Uhr Erte, wo ich morgen hin will. An San Malpater vorbei, 30 Kilometer. Von hier ist es erstmal. Muss ich erstmal durch den Bach wieder durch und dann steil weg hoch bis zur Straße. Aber so ist das ein feines Plätzchen hier, ruhig. Hinten steht zwar ein Moped drum, aber hier geht keiner auf den Sack. So, jetzt Abendessen mal. Ich habe Hunger. Heute gibt es mal wieder Tempolinsen. Viele habe ich nicht mehr. Ich glaube, zwei Packungen Linsen, eine Packung Erbsen. Die müssen weg. Mein Gas geht nämlich auch langsam zur Neige. Ich hoffe, dass ich in Santa Cruz nochmal eine Gaskartusche bekomme. Da ist ein guter Outdoor-Laden. Mal gucken, ob die sowas haben. Also, Bier auf, Kocher an. Feierabend. Über 90 Kilometer heute. Das reicht. Yippie! Das ist das letzte Mal auf 1800 Meter Höhe. Und jetzt geht's runter Richtung Flachland. Aber erstmal nach San Malpater. Da bleibe ich erstmal eine Weile. Und dann geht's weiter Richtung Santa Cruz. Und dann ist alles platt wie eine Flunder, das Land. Also 600 Höhenmeter. Schon geschafft. Einen Platten hatte ich heute auch schon wieder. Von 10 Kilometer gefahren gewesen, schon wieder ein Plattfuß. Das wird langsam zur Gewohnheit. Naja, also mache ich mich mal auf den Weg nach unten. Ich muss Bier holen für meinen Campingausflug.